Guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 8. Oktober in Kanada, was bedeutet, dass morgen Montag, der 9. Oktober ist. Das ist in Kanada Thanksgiving, also ich wusste gar nicht die ganze Zeit, dass auch in Kanada Thanksgiving gefeiert wird. Es war eine ziemliche Überraschung, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, das auch hier erleben zu dürfen. Meine Gastfamilie trifft sich heute dann mit der mit den Großeltern und mit der Familie von meiner Gastmutter. Und das heißt, ich kann die heute auch endlich mal kennenlernen. Bisher habe ich nur die Familie von meinem Gastvater kennengelernt. Und die waren alle sehr nett, deswegen freue ich mich schon richtig drauf. Thanksgiving, für die, die es nicht so wirklich kennen, ist quasi eine Feier, die darauf zurückgeht, dass die Leute, die nach Kanada gekommen sind, gefeiert haben, dass sie den Winter überstanden haben. Einfach aus dem Grund, weil es damals nicht so viel Essen gab. Und deswegen gab es einfach diese jährliche Feier. Es ist relativ kritisch leider, weil die quasi keine wirkliche Rücksicht auf die Einheimischen genommen haben und auch die ziemlich unterdrückt haben und quasi gesagt haben, so ja, wir sind die Ersten, also uns gehört Kanada oder Amerika, obwohl es nicht wirklich gestimmt hat. Deswegen ist es immer gut, auch solche Feiern etwas kritischer zu betrachten. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass jetzt Thanksgiving nicht mehr so darauf zurückgeht, sondern darauf, dass man Zeit mit seiner Familie verbringt, worauf ich mich auch heute schon echt freue, weil ich dann auch neue Gerichte essen kann, die ich davon noch nie hatte, also Truthahn oder Pumpkin Pie. Und ich freue mich schon echt drauf und ich hoffe, ihr werdet es genauso schön genießen wie ich. Wir gehen so in ungefähr 2 Stunden los, das heißt, ich habe jetzt noch genug Zeit, um mich fertig zu machen und nochmal ein bisschen Klavier zu üben und so. Und ich freue mich schon so richtig drauf, die anderen kennenzulernen. Und ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr mich jetzt noch weiter die nächsten Wochen bei den nächsten Videos begleitet werdet, merken, dass ich ziemlich viel Klavier üben werde, einfach aus dem Grund, weil der Musikclub in meiner Schule organisiert gerade ein Halloween-Café, auf das ich mich schon so richtig freue. Und die Leute, die wollen, können dort quasi auch kurz ein Lied singen, auf irgendeinem Instrument spielen und so. Und ich habe mich dafür Klavier angemeldet. Das heißt, am 11. gibt es dann quasi die Auswahl dafür und ich werde jetzt die ganze Zeit dafür üben und wünsche mir auf jeden Fall Glück dabei. Wahrscheinlich werde ich es dann auch noch filmen, deswegen seid gespannt und schaltet wieder ein, wenn das passiert. Wir sind jetzt quasi dabei, die Mutter von meiner Hostmom abzuholen. Leanne. Genau, und deswegen fahren wir danach direkt zu Leannes Schwester. Also hier quasi wohnt die Schwester von meiner Gastmutter. Ist eher etwas abseits, aber ich glaube, das wird jetzt echt cool. You're going to give me a tour now. So cute. You have a lot of medals. Yeah. Like that's Lego stuff. Anyway, not this is my room. That's the bathroom. Hi. Oh, that's so beautiful. You're so good at decorating your room. These are some of my medals. That's so cute. That's so cute. This is our pictures. This is a game filled. This is filled with games, and that's filled with games too. Oh, yeah. Is the basement done? Yes, yeah, it's done. Oh, and then we'll show the garage. Oh, yeah. Oh, the garage. This is our basement. That's our coffee stuff. TV over there. The coffee stuff. And then this is the extra bedroom. Oh, my God, it's done. It looks so good. Okay, this is the extra bedroom for people who work. I want to live here. This is so nice. And then there's the bathroom with the sliding door. And then this one. This is really fancy. So right now they're starting to bake everything. Noch 40 Minuten bevor wir essen. Ich habe so großen Hunger. That looks so good. It does. Der Truthahn ist schon fertig. Sonst wird gerade das Essen noch vorbereitet. Da haben wir noch Ham, weil wir nicht genug Truthahn für alle haben. Also es wird gerade alles noch vorbereitet. It looks so good. Yes. Okay.
You're being filmed now. Update. It's amazing. So, das Turkey ist echt gut gemacht und alle haben extrem gutes Essen. Also, die beiden haben gerade ein Staring Battle. Ich glaube, die haben seit den letzten 3 Minuten nicht geblinzelt. Sieht aus, als würde Mercer anfangen, schwach zu werden. Nein, es war nicht ganz... It wasn't like a full blank. Yes, it was. No. This is just weird. I was seeing all purple and now I'm seeing all yellow. Das ist nie ein gutes Zeichen. Die beiden jetzt auch. Das Essen war echt lecker. Ich bin noch nicht hundertprozentig fertig, aber es ist sehr lecker. Übrigens, das da, also Mercer, das ist mein Host-Brother. Das ist meine Host-Schwester hier, die mit den Braids. Girl, Mercer blinked like 3 times. He hasn't fully closed his eyes, so it doesn't count. Mercer. Okay, my eyes are like... Mercer, don't blink. I'm about to blink. Don't blink. Oh, and almost blinked. He flinched. Did you like it? We've been flinching this whole time. I don't know where you're talking. Ukraine. Yes, sir. You didn't go to Ukraine. Oh, and I believe in you. Why is you so dry? Ukraine would be a dangerous place to go these days. I'm crying. Yeah, I like to work on. I'm blanked. Oh, I'm blanked. You won! Congratulations! Isn't it bad that the few games have been a nerf battle? Ja, und wir machen jetzt hier quasi das Essen nochmal fertig. Ich habe mir nochmal Pumpkin and Pie, darauf freue ich mich schon so richtig und ich halte dich auf dem Laufenden. Das ist der Keller, also hier wird gerade ein sehr, sehr ernstes Nerf-Game gemacht. I'm not even playing! What do you think I'm doing? Wow! Ich glaube, man konnte es nicht wirklich hören, aber die sind gerade hochgerannt und haben die ganze Zeit geschrieben, sagt Apple Pie oder sowas. Weil wir haben jetzt gleich Kuchen. Ich freue mich schon so richtig drauf. Der soll echt gut sein und ja, ich sage euch dann, wie gut er war, aber ich hab hohe Erwartungen. I thought vanilla was just vanilla. Okay. What kind of pies do we have? Pumpkin, apple. That looks good. Okay, yummy. Pumpkin casserole, come on! Come on, guys! My phone's in my pocket. Wait, how do I set this phone up? Handstand, guys. Mm-hmm. Like really mediocre setup.